Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play, und zwar Mario Kart 8 Deluxe. So, das ist jetzt hier ein Spielstand, auf dem ich schon so einiges gemacht habe. Und zwar sieht man es hier schon, ich habe... Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier mehr geschafft. Aber gut, naja, ich habe zumindest überall Gold und ein paar Sterne fehlen mir tatsächlich noch. Hier auch, und das da habe ich mich gar nicht dran getraut. Ja. Folgendes: Demnächst kommen bald DLC-Strecken für Mario Kart 8 raus, und um mich schon ein bisschen darauf einzustimmen und weil ich die dann unbedingt zeigen will, würde ich jetzt hier gerne die ganzen Cups mal durchspielen und ich könnte das eigentlich auf 200 machen, aber auf 200... Vor allem, ich bin schon sehr lang nicht mehr gefahren. Ich meine, ich muss mich erstmal einfahren. Ich fahre mich eine Runde ein mit meinem Standardbild und dann sehen wir mal, wie es denn so läuft. Ja, mein Standardbild ist eigentlich hier das Flammenbike, Slickreifen und der Hyrule Gleiter. Ist jetzt von den Stats her nicht unbedingt das Beste, was man machen kann, aber... Mir gefällt's. Mir gefällt's richtig gut. Ja, Schlaussteuerung ist aus. Lenken tue ich mit dem Joystick. Und automatische Beschleunigung brauche ich nicht. Und ich würde sagen... Ey, 200... bricht mir das Genick. Ich kann... Ich fahren wir mal eine Runde auf 150. Und dann, ich sehe mir die Strecken mal an. Ich habe die Strecken schon sehr, sehr lang nicht mehr gesehen. Und dann entscheide ich, ob ich auf 200 umsteige. Weil ich meine, das ist jetzt wirklich Jahre her, seitdem ich das letzte Mal Mario Kart gespielt habe. Und da jetzt... Einfach so auf 200, bei 200 einzusteigen, das ist sehr riskant, sage ich mal. So. Den Superstart schaffe ich eigentlich so ziemlich immer, inzwischen. Das war leider auch nicht immer so. Aber inzwischen geht das schon. So, und dann will ich Münzen haben. Denn mir fehlen auch noch einige Fahrzeugteile. Die bekommt man nur, wenn man Münzen sammelt. So. Sehr schön. Münzen kann man aber insgesamt höchstens 10 pro Map mitnehmen. Und das ist... Ja, wie soll ich sagen? Etwas schade. So... Ach ja, das gute alte Mario Kart. Wer kennt es nicht? Und jetzt nach Jahren kommen auch wieder neue Strecken raus. Das ist sehr interessant. Aber ich freue mich drauf. Es sollen ja Retro-Strecken werden. Ich habe hier wirklich meilenweit Vorsprung. Und da kommt der blaue Panzer. Oh Mann.
Das ist so klar und typisch. Vor allem. Ich hab. Lol, wie viele Pilze liegen hier rum. Ich bin von einem Blitz getroffen worden. Und danach direkt von der blauen. Das ist so mies. Aber das ist halt Mario Kart. Das ist halt wirklich Mario Kart. Man ist lange auf dem ersten Platz oder unter den ersten Plätzen und auf einmal, boom, da passiert's. Eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen und man ist letzter. Ist mir auch schon passiert. Aber ganz ehrlich, das ist nicht mal das Schlimmste, was mir jemals in Mario Kart passiert ist. Ich habe mal mit einem Freund zusammen ein paar Runden gedreht und ich bin auf dem sechsten Platz von einer blauen, also von einem Stachipanzer erwischt worden und bin letzter geworden. Das war richtig mies. Was könnte ich euch noch erzählen? Online-Turniere, oh mein Gott. Ich habe einmal bei einem offiziellen Mario Kart 8 Online-Turnier mitgemacht. Ja, und sonst... Ich bin... Neulich erstmal... Ja, ist... die Geschichte ist nicht so spannend, aber... In Online-Turnieren, oh mein Gott, da fahren Leute mit. Die haben also anscheinend, gibt es da so eine Art Standardfahrzeug unter der Mario Kart Elite, was alle fahren. Da müsste ich mir auch mal ein paar Videos ansehen bezüglich Meta und so, weil ich bin eigentlich immer nur das Bild gefahren, mit dem ich jetzt hier fahre, also hier, so wie heißt er jetzt? Lemmy, genau. Nee, nicht Lemmy. Lemmy war der Kleine mit dem Pferdeschwanz. Iggy war der mit der Palme auf dem Kopf. Roy hatte die Brille. Morton war der Graue mit den... Ich bin immer nur mit ihm hier gefahren. Immer. In jedem Rennen. Larry! Oh mein Gott! Larry! Natürlich! L! Ich wusste L, aber nicht Lemmy. Larry! Ach Gott, Larry, es tut mir leid. Aber Larry gefällt mir so vom Design her auch am besten von den ganzen Cooperlingen. Der hat so eine schöne blaue Färbung und die Frisur ist auch ganz nice. Und auf der Seite hat er so einen blauen Stern. Den finde ich ganz gut. Larry, oh Mann. Oh Mann. Larry, wie konnte ich das vergessen? Ich bin wirklich jedes Rennen nur mit Larry gefahren. Aber anscheinend scheint die Meta dahin zu gehen, dass man einen schweren Charakter nimmt. Weil von dem, was ich so aus den Online-Turnieren gesehen habe, fahren da nur Leute rum mit, oder fuhren da nur Leute rum mit, hier, Knochen-Bowser, Donkey Kong, Wario, so richtige Schwergewichter. Und, alle hatten irgendwie, ja, entweder so einen blauen Roller, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, oder dieses Wiggler-Kart. Das war schon fast irgendwie seltsam. Und die Bombe hat keinen erwischt, hat man gerade da rechts auf der Minimap gerade kurz gesehen. So, immer schön Münzen mitnehmen. Münzen. Nicht alle mitgenommen, aber macht nichts.
Es kommen ja noch. So. Und vor allem bin ich erst in der zweiten Runde. War Mario Kart immer so langsam? Also... Ey, aber auf 200. Ich komme auf 200 CCM überhaupt nicht zurecht. Ich meine, ich könnte rüber wechseln, aber... Und auf 200, da gehen die Runden auch immer so schnell vorüber und überhaupt und oh, das war verdammt knapp. Und kurz vorm Ziel werde ich von einem Blitz getroffen und komme nicht mit 10 Münzen an. Das ist so, ich fahre dieses eine Rennen hier noch zu Ende und dann, beim nächsten Mal fange ich die Rennen im 200er CCM an. Auch wenn es richtig, richtig hart wird. Oh Mann. Als ob die Grüne meine Rote getroffen hat. Das darf doch nicht wahr sein. Vor allem, wenn wir uns das Rennen hier nochmal in Slow Motion ansehen, dann wird klar, dass ich absolut schlecht bin. Oh Mann, verdriftet. Das ist mir auch schon sehr lange nicht mehr passiert. Und wenn es mir hier jetzt schon so geht, wie wird das dann erst im 200er? Ah. Ich mag den 200er CCM-Modus nicht. Und Blooper sind auch irgendwann schlimm geworden. Und warum hat er jetzt keinen Stunt gemacht? Ja, genau. Sowas will ich sehen. Ich sage nichts. Ich sage dazu absolut gar nichts. Mach doch Stunts, Junge! Was ich schwöre, ich drücke den Knopf. Da war eine Banane. Da war eine Banane. Ich hab's noch gesehen. Mach doch Stunts. Warum macht er keine Stunts mehr? Oh, das Rennen war Müll. Ich bin zwar noch Erster geworden, aber ey. Erst 900 Münzen. Ich habe noch nicht mal die 1000 Münzen voll. Oh Mann, das wird dauern. Das kann man ja hier irgendwo auch
Einsehen. Doch, 1000 Münzen. 1087. Ich hab da so eine Idee. Und die ist tatsächlich ganz gut. Vielen Dank fürs Mitdabeisein. Beim nächsten Mal geht es dann weiter im 200er, 200 CCM-Modus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.